Simulator. Ja, servus Leute. Und willkommen zu diesem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen Café Owner Simulator. Und ich habe irgendwie keinen Ton. Aber ich glaube, das ist normal. Wir gehen mal direkt rein, neues Spiel. Mein Vater war sein ganzes Leben im Restaurantgeschäft. Jeden Tag nach der Schule lief ich zu ihm und sah zu, wie er Geschäfte machte. Der Vater war ein strenger, aber fairer Chef. Die Dinge liefen sehr gut. Mein Vater wollte ein zweites Restaurant in einer nahegelegenen Stadt eröffnen. Die Hälfte des Betrages für die Eröffnung wurde gesammelt. Die andere Hälfte wollte er sich Geld von der örtlichen Mafia leihen. Er war mit ihrem Boss vom College befreundet. Mein Vater ließ sich Geld und öffnete eine zweite Einrichtung, aber es stellte sich als unrentabel heraus. Tagelang suchte er nach der Ursache des Versagens, konnte sie aber nicht finden. Irgendwann versagte seine Gesundheit und er landete im Krankenhaus. Nach seiner Rückkehr begann er alle Rechnungen, die bezahlt werden mussten, zu überprüfen. Er erkannte sofort, dass er nicht alle bezahlen konnte. Er hat fast eine Woche nicht geschlafen und denkt darüber nach, sein Geschäft zu schließen und in Rente zu gehen. Die Entscheidung wurde getroffen. Der Vater verkaufte das Geschäft, zahlte die Schulden ab und zog sich zurück. Es war mein 26. Geburtstag. Was eine Ähnlichkeit. Wir beschlossen es, an unserem Lieblingsplatz zu feiern. Mein Vater sprach einen Toast auf mich und auf seinen Ruhestand aus, worauf er mir einen Umschlag überreichte. Ich öffnete den Umschlag und sah dort einen Scheck über 50.000 Dollar. Jetzt ist dein Traum wahr, mein Sohn. Nach diesen Worten wurde mir klar, dass mein Vater meine ganze Kindheit kannte. Ich seine Arbeit mit brennenden Augen verfolgte. Ich war überglücklich und entschloss mich, das Familienunternehmen wieder zu beleben. Muss ich hier drücken? Nee, es lädt. Test, 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 test. Okay. Willkommen in Cast Lake. Ich habe gehört, du willst hier ein Restaurant und ein Motel eröffnen. Wenn ja, ist das eine gute Nachricht. Unsere Stadt hat nicht genug Orte, um zu essen und sich zu amüsieren. Ich heiße Dwight Owens und ich bin der örtliche Sheriff. Wenn Sie meine Hilfe brauchen, rufen Sie die Polizei. Viel Glück mit deinem Geschäft und hab einen schönen Tag. Okay, der Sheriff hat sich schon gemeldet. Hier habe ich irgendein Tier gesehen. Okay, hier komme ich nicht weiter. Da auch nicht. Hier kann ich hüpfen. Hier kann ich auch nicht weiter. Okay, das ist also mein Wirkungsbereich. Eine Parkbank. Was ist das? War das Geld? Okay. Also ich habe Pfand bekommen von der Dose. Kann ich dann die 110 anrufen, oder? Boah, so viel Müll.
kann ihn nur streicheln, okay? Miau. So, finde die Schalttafel im hinteren Garten und schalte den Strom ein. Alter. Das sieht modern aus. Nee.
ein Restaurant. Glühbirnenzeit. Lampenausschaltzeit. Mach jetzt das Licht an. Ja, sieht doch schon mal ganz freundlich aus, so der Typ da hinten. Bevor es jetzt noch gruseliger wird. Geh mir mal zu dem hin. Hey. Komm her. Einfach weg. In diesen Stadtvierteln leben Obdachlose wie sonst, wie überall sonst auch. Von Zeit zu Zeit besuchen sie ihre Einrichtung, um Geld zu verlangen, Schaden anzurichten oder manchmal auch nur zu beobachten, wie es mit ihnen umgeht, bleibt ihnen überlassen. Okay, ich würde mal sagen, weg. Oh, ist das schon wieder? Die Müllabfuhr muss schon wieder kommen. Ich hoffe, das kommt nicht immer wieder. Oder? Ah, hier hinten ist die Müllabfuhr. Ich habe noch eingeschlagene Scheiben. Ah, okay, ist schon weg. So. Jetzt sieht das doch schon mal gut aus. Der Weg ist frei. Es ist 1 Uhr. Und da steht Sonic. Wo Sonic? So, hier waren auch noch Blätter. Da noch was. Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Die Ratten müssen weg. So, der bleibt da so stehen. Erstmal, okay. Alter. Kann ich die Ratten da eigentlich? Nee, ich kann die mit dem. Nee, kann ich nicht. So. Jetzt ist doch schon mal. Die Tür ist verschlossen, um sie zu öffnen. Mein Restaurant. Ach, ich muss mir das erkaufen, okay. Öffnen Sie einen Raum, okay. Also kann ich da. Ich will die Mäuse weg haben. So, da hinten noch zwei. Und dann haben wir jeden Müll weg. Yes. Aufgabe.
ich muss hier so. Was kostet $30? Alter. War das ein Das Flugzeug hört man einfach. Okay, die Scheiben sind jetzt in Ordnung. Was ist hier noch kaputt? Da oben, zweite Etage. Aber wie komme ich da hoch? Gar nicht. Wahrscheinlich hier rüber. Aber eigentlich will ich das noch gar nicht. Gründungsblöcke. Fensterdach. Gründungsblöcke. Ah, okay. Schön. Oh, noch 80 Sachen. Da hinten haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schön. Das Spiel gefällt mir bis jetzt ganz gut. Wie ist es bei euch? Ich glaube, ich muss den Raum hier kaufen. Mein Restaurant. Ich muss hier irgendwie hochkommen, Leute. Alter. Das hat auch eine Reaktionszeit, Alter. Aber ich komme hier gar nicht hoch. Kann ich da oben? Nee. Hier ist eine Leiter.